Moin, ja, ich sehe gerade diese Ballone und es juckt mir schon in den Fingern, aber weil ich einen Ausschlag an den Fingern habe, nee, natürlich nicht. Aber ich sehe, da ist auch hier oben dieses wunderschöne, ich weiß nicht, ob es schön ist, dieses Lager. Ich muss mal kurz gucken, wie sind denn eigentlich unsere Aktivposten-Sachen? Ach, da ist ja noch einiges am Start. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Spuckpflanzen, wie ich sie jetzt nenne. Denn die machen Spaß. Jawohl. Ich habe gerade gesehen, tatsächlich, da sind schon welche von den Gegnern. Und ich würde einfach sagen, guck mal, warum stehen die so still? Ich mach mal hier so eine ganze Phalanx von den Dingern. Hoffe, du bist endlich hier. Da habe ich schon leisere Zentralen. Zeig dich. Da habe ich schon leisere Zentralen. Sag bloß, ich habe ein komplettes Lager Arschwinter zerlegt, nur einfach mit, ja, mit Pflanzen. Das ist doch auch mal was, das macht doch auch mal Spaß. Da kann man doch auch mal jubeln vor Freude und sagen: Hossa, holla, die Waldfee. Sammeltruhe? Wahrscheinlich hier drin, ne? Kann das sein? Ja, da ist eine Sammeltruhe. Binden 3. Ich hätte gerne Tampon 3. Was? Ja, mein Humor. Mein Humor nicht für jeden geeignet. Was ist das da unten? Da unten ist ein lustiges Gebäude. Das interessiert mich. Aber weißt du was? Weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, das Platz sein lassen der Ballone ist nicht ohne. Mama Ballone. Ui, ich fliege ganz langsam. Jetzt nicht mehr. Da unten wird das wohl sein, wo wir den Sebastian treffen sollen. Ja, wir treffen gleich Sebastian. Und dann wird es wahrscheinlich wieder richtig schön stressig. Oh, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Immer wenn man Sebastian sieht, dann gibt es irgendwelche Unentspanntheiten. Er dreht auch langsam so ein bisschen am Rad, ne, der Typ. Also. Oh, guck mal, da unten ist eine Landeplattform. Wie geil. Die holen wir uns als nächstes. So, 10 von 15. Bist du irre? Noch so viele? Digga. Ah, nicht doch, falsche Taste, Digga. Falsche Taste. Mach das richtig. Mach das richtig. Wusch. 4 von 6. Also wir brauchen 6. Wie sollte es anders sein? 6 ist wichtig, glaubt mir. Denn davon wirst du zum Tier und spielst vielleicht auch Klavier. Jetzt dreht er richtig, ne? Richtig frei. Ja. Was ist schon dabei? Jetzt dreht er richtig frei. Warte mal, was ist das? Würde mich wundern, wenn. Oh, Inferius? Inferius Max. Oh, Inferius Maxi fucking muss. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Das machen wir dann doch mal ein bisschen geordneter. Landen im Moment nicht verfügbar. Was? Moment. Hier sieht einiges sehr, sehr seltsam aus. Das müssen wir sehen. Also, erstmal tarnen, erstmal tarnen, erstmal tarnen. So. Und nicht vergessen, wir brauchen Feuer für die Inferi. Komm, krieg mal. Super. Komm ruhig her. Da kommst du her.
Oh, lecker Totenatmen hier. Decken. Runter. Lecker Totenatmen. Oh, Haha. Was? Merke ich da? Hier gibt es doch tatsächlich alte Magie. Ach, guck mal, was da ist. Hä? Leider macht die alte Magie gerade total den Lärm und ich kann deswegen das gar nicht so appreciaten, was hier passiert. Ach. So. Ich sehe schon den ersten. Wusch. Da fliegen wir einfach hoch. Wärms. Zack. Warte mal. Ich hau da jetzt einfach so lange drauf. Bis auf jeden Fall. Was auch immer das Ding aufmacht, das muss auf sein. Jetzt stell dich mal nicht so an, Digga. Was ist das? Oh, interessant. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um zu sagen, dass das Kirchengestühl im Orsche ist. Amen. So, war es das, was geöffnet werden sollte? Dann ist es jetzt noch nicht offen. Okay, 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 warte mal. Darf ich mal sehen? Da sind noch mehr Drehdinge. Und hier... Ach du... Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte es gedacht? Reparo. Revelio. Reparo. Was auch immer das gerade, keine Ahnung. Warte mal. Ist dieses Tor da? Ich muss es sehen. Ja, scheiße. Ach nee, das Tor geht damit auf. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier wohl raus, oder? Und hier dann hoch und hier dann rum und, nö. Warte mal. Kann ich hier auf dem Besen hoch? Ja, natürlich kann ich das, okay. Alles klar. Und da. Ja, die Rätsel werden immer noch ein bisschen herausfordernder. Das finde ich natürlich, ja, irgendwie gut. Das kann man ruhig so sagen. Ja, da unten ist das nächste Teil drin, ne? Aber das Problem ist ganz einfach. Ja, spring mal runter. Du wirst dir schon nicht so sehr wehtun, dass es dir, dass du dir den Ohr sprechen wirst. So. Mein Lieber. Ja, nee, und warte mal. Da ist die Flamme. Und hier, kann man das kaputt machen? Ja, in der Tat. Ja, toll. Ja, nee, finde ich wirklich toll, aber... ja, scheiße. So. Haben wir es jetzt. Oh, da gibt es sogar noch ein bisschen Ocken. Alles klar, super. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um zu sagen, dass dieses Kirchengestühl auch im Ursch, im Stuhl ist. So, ja, da oben ist noch was. Aha. Sollte noch ein paar Mal aha sagen. kann ich mich da hochbangen oder was? Muss ich ja eigentlich gar nicht. Ich kann auch Folgendes machen. Nicht genug Platz, um mein Reittier zu rufen. Jetzt aber. Wussa. Äh,
Ah ja, das hatte ich da repariert wahrscheinlich. Ja, genau, das war repariert worden und da ist auch die letzte. Das war gar nicht so schwer. Ja, ja, nö, also jetzt nicht unbedingt wirklich, ja. Ja, ja, da stimme ich zu, aus vollem Darme. Weißt du? Ich hinterlasse hier nichts außer Schaden und Schrott. So. Liebe Gemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um das Kirchengebälk noch ein bisschen mehr kaputt zu machen, aber unser Zauber reicht nicht. So. Nicht mehr. So. Ach, immer wieder schön. Metal. Knork, knork. Da oben ist ein Turm. Ob das was Besonderes ist? So, lass mich mal auf die Karte gucken. Es würde mich wundern. Ah, ein Ohrschwinderlager und eine... Ach, dass man die Karte nicht drehen kann, ist schlimm. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Schatzgewölbe hier. Oder dann vielleicht doch das Schatzgewölbe hier unten. Ja, komm. Irgendwie ist das gerade alles sehr verwirrend. Ja, also es gibt mehrere Aussprachen davon, je nachdem aus welchem Land man kommt. Verwirrend, verwirrend, verwirrend und verwirrend gibt es auch noch. Und jede dieser Aussprachen ist richtig. Ich hüpfe da einfach mal runter und schau mal. Ich denke nämlich, vielleicht hat das einfach nur was damit zu tun, dass man hier tauchen kann. Ja, ist ja Wahnsinn. So, und wir wissen auch ganz genau, wie das abläuft. Irgendwo in der Wand ist ein Knödel, den man rausziehen muss mit einem Ring drinne. Nein, ich meckere ja gar nicht. Ist ja schon wirklich abwechslungsreich. Jede Ruine und so weiter, wo man zum Beispiel diese alte Magie sammeln kann, hat immer wieder irgendwie mal was Neues. Und nö, ich glaube, jetzt habe ich mich mal wieder selbst verurscht. Ich müsste einfach mal, ist da, ne, das war ja von Anfang an so, ich vergesse öfter mal Revelio zu machen und dann, naja, da ist die Tür, da ist der Ring. Wir müssen wohl über einen anderen Weg da rein, oder? Wenn das denn irgendwie geht. Holla. Nee, gar nicht so einfach, aber ich denke mal, weil hier so prominent dieses Skelett ist, wird das schon seinen Grund haben. Warte mal, da. Ja, das ist schon, das sieht schon sehr... Ja, und da ist eine Kletterwand. Ich denke mal, das ist the thing to do. Jetzt muss ich noch rausfinden, wo dieser Knödel ist zum Rausziehen vergleichsweise. Kann man hier hoch? Nö, kann man nicht. Wo soll denn das sein? Also eben vom Fernen habe ich ihn gesehen. Also das ist die Tür, die wir aufmachen müssen. Augenscheinlich. Da sind ein paar Sumpfkrattler, wie es aussieht. Aber ich sehe jetzt nicht, wo der... Halt! Da ist er. Warte. Stopp. Und da drüben. Mach hin. Okay. Schau mal. Jetzt mach hin. Manchmal ist die Animation ein bisschen seltsam.
Warte mal, ich habe eben gerade hier gesehen, dass hier unter Umständen Gegner sind. Da wollen wir dann Gegner in der Schatz-Dingsbums. Das ist auch ein bisschen neu. Jetzt sehe ich sie nicht. Das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ne? So, Revelio. Ah, da sind ein paar Truhen. Also, besser gesagt, zwei davon. So. Und wehe, das waren jetzt nicht alle Truhen. Und ich komme jetzt nach oben, weißt du, tauche da wieder raus. Und sehe, Schatzgewölbe ist noch aktiv. Wehe, Portkey Games. Dann werde ich wirklich böse. Oder wie man das früher gesagt hat, dann werde ich bächtig böse. Oh, das hört sich eben so an. Alter, was ist hier los? Sollte jetzt das Öffnen der Truhen getriggert haben, dass hier unten Gegner auftauchen? Also, es ist schon... Ist nett gemacht, ja. Ja. Wir wollen gar nicht undankbar sein für das Ganze. So, da ist der Auftauchpunkt. Hau rein, Digga. Gib Kette, wir wollen so Sebastian. Sebastian. So, wie viel ist schon wieder aufgenommen? Oh, schon wieder über eine halbe Folge. Ja, das ist der beste Ladebildschirm, den ich je gesehen habe. Das macht Spaß. Ja, somit sind wir jetzt bei ungefähr 3,5 Stunden. Ob ich heute eine ganz lange Sitzung mache, das hängt davon ab. Ich wollte gerade sagen, bisher ist es ja nicht allzu abwechslungsreich und deswegen, nee, das stimmt nicht, es ist durchaus abwechslungsreich. Aber mir fehlt jetzt irgendwie so richtig Story und so. Siehst du auch so, ne? Deswegen machen wir das mal. Ich will jetzt nicht nochmal die Inferi da oben abschießen, deswegen fliege ich jetzt hier lang, weil die Inferi sind sicherlich wieder gespawnt. Moinsen. Ihr. Moment, ihr. Runter einmal. Ich verstecke mich mal und wir gucken mal auf die Karte. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob das Schatzgewölbe abgemeldet ist. In der Tat ist es. Lila Kröten will ich nicht. Was ich jetzt gerne hätte, wäre das kleine Banditenlager hier. Das süße kleine Banditenlager. Wo ist es denn? Ach, da unten. Ich dachte, das wäre weiter oben. Hier knorken die ganze Zeit irgendwelche Kröten herum. Eieiei. Ach, da unten ist ein Troll. Da ist ein Waldläufer, der Anhänger. Nee, ich will den Troll. Der Troll macht mich eigentlich ganz... Wehrhafter Troll. Glaubst du etwa, du könntest mich werde deinen Tod rächen. Der Troll wird die alle komplett hinüber machen. Oh, sind das viele? Oh, der ist schon wieder frei, der Troll. Ja, wenn er sehen könnte, wie ihr euch gegenseitig fertig macht. Oh, der spielt mit denen der Tennis. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Nö, das war nur der Wind, Digga.
So geil. Der spielt Tennis mit dem, guck mal. Oh, wie geil! Wie ultrascharf. Er prügelt den da durchs Wasser, ist das geil.